wenn man in so einem ja, fast ländlichen Gebiet, wo es nur 4 oder 5 kreisfreie Städte gibt, dann kennt man natürlich auch die Landesregierung. Das geht gar nicht anders. Und dort regierte Gerhard Stoltenberg, einer der verflossenen, gestorbenen großen Figuren unter den deutschen Ministerpräsidenten. Er wurde ja auch später Finanzminister in Bonn. Und ja, eine preußische Figur, klug, intelligent, schnell im Kopf, unendlich bescheiden, ganz harter Arbeiter. Das war die Generation damals. Das war die Generation vor uns. Und mit dem haben wir gemeinsam überlegt, natürlich CDU, wie können wir denn dieses öffentlich-rechtliche Duopol mal knacken? Weil wir brauchen hier private Sender in diesem Land. Das ist überhaupt ein Skandal, dass es hier nur öffentlich-rechtliche Anstalten gibt. Das war aber selbst den meisten Politikern gar nicht klar zu machen. Die sagten, wieso, ist alles in Ordnung? Ist nicht alles in Ordnung. Sind Sie schon mal, haben Sie mal einen Versuch gemacht, über die Grenze zu fahren? Das ist relativ gut schnell zu machen. Fahren Sie mal nach Holland oder nach Italien. Ja, das ist ja schrecklich, was man da so sieht. In dem Moment, wer entscheidet das, was schrecklich ist? Politik oder wer soll das hier? Ja, so kann man das ja nicht sagen. Also wir haben die gar nicht mehr rausgelassen aus der Argumentationskette, die wir da aufgebaut hatten und waren der Meinung, wir sollten jetzt mal ein bisschen private Rundfunkanstalten kriegen. Erster Widerspruch, auch der Regierungen im Übrigen, auch der Bundes- und Landesregierung, geht gar nicht. Wir haben gar keine Frequenzen. Einspruch von uns, brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, ist sowieso bald vorbei mit den jetzigen Frequenzen. Wir kriegen digitalisierte Sendemöglichkeiten, gibt es ein paar tausend Frequenzen, die können wir gar nicht benutzen. Ja, aber so weit sind wir noch nicht. Ich sage, wir wollen nur erst die juristischen Dinge mal in Ordnung bringen. Und da wir zufällig in Hannover einen Ministerpräsidenten hatten, der übrigens der Vater von Ursula von der Leyen ist, war Albrecht, der sah das genauso wie Stoltenberg. Und diese beiden Herren haben sich dann zusammengesetzt und haben einen freundlichen Brief geschrieben an den Norddeutschen Rundfunk. Sie kündigten hiermit die Staatsverträge auf. Das war eine unfreundliche Überraschung für den NDR, auch für die Landesregierungen, die Beteiligten. Und die Bundesregierung kriegte sich in einem Maße auf in Bonn, ob wir verrückt geworden wären da oben im Norden. Nee, haben sie gesagt, überhaupt nicht. Wir haben gar kein Problem mit dem NDR. Wir machen sofort einen neuen Staatsvertrag. Wir möchten gerne Privatfunk haben. Wieso eigentlich da oben? Naja, wir kriegen nichts. Die anderen können ja wenigstens Radio Luxemburg hören oder so ein bisschen ins Ausland auch hören. Können wir ja alles nicht. Wir kriegen die nicht. Einige Leute überlegten sich, ob sie Piratensender auf einem verankerten Schiff machen sollten. Aber das war rechtlich sehr, sehr schwierig. Auch wegen Seenotgeschichten. Das war schwierig. Also um es kurz zu machen, wir bekamen, weil Stoltenberg das machte, im Schleswig-Holsteinischen Landtag Gesetzesvorlagen durch, wonach es eine Landesrundfunkanstalt erstmal zu etablieren galt, damit es alles rechtlich seine Ordnung hatte. Albrecht machte in Niedersachsen mehr oder weniger dasselbe, bisschen anders, niedersächsisch. Und dann bekamen wir irgendwann tatsächlich, ob man es glaubt oder nicht, die Lizenz, privaten Hörfunk zu machen. Ich bin nach 4 Wochen hier mal zu dem hiesigen obersten Präsidenten der Oberpostdirektion. Man kann sich überhaupt nicht mehr vorstellen, das ist alles noch gar nicht lange her. Ein wahnsinnig netter Mann, ein Bayer, ein Diplom-Ingenieur, der empfing mich auch sehr freundlich und sagte, was wollen Sie denn nun? Der sagt, wir möchten gerne ein paar Frequenzen haben, damit wir mit unserem Sender nach Hamburg reinkommen. Daraufhin sagte er, Sie wissen, dass es verboten ist. Nein, ich habe unsere Sendelizenz mitgebracht, vielleicht werfen Sie mal einen Blick drauf. Der Mann las das, guckte sich das an wie ein ausgestopftes Krokodil und sagte, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ja, sag ich, wir haben einen Sender. Ja, das sehe ich schon, ja.
Und jetzt müssen wir mit Ihnen über die Frequenzen sprechen. Und dann hat er gesagt, da muss ich erstmal das Postministerium anrufen, sowas geht doch gar nicht. Sie wissen, es ging alles, nicht? Also es stand ja dann auch das Radio RSH, ne? Es war die absolut erste private Rundfunkveranstaltung in diesem Lande und zeigte eben auch, dass also in den angeblichen Ländern, die dann gelegentlich auch mal Schläfrig-Holstein genannt werden, das gar nicht so schläfrig war. Und das war, ich gebe Ihnen zwei Zahlen dazu, weil das alles vergessen ist. Bei uns haben freundliche, aber sehr skeptische Leute gesagt, sag mal, habt ihr euch das wirklich überlegt? Ich meine, ihr müsst doch verrückt sein. Der NDR hat in Kiel 600, 700 Leute beschäftigt. Die machen 4 Programme. Nicht schlecht, finde ich, sagte einer. Wie viele Leute habt ihr? Wir haben 15. Wir stellen noch einen. Also ihr habt 15 Leute. Ja. Aha. Und was habt ihr sonst noch? Ja, und wir haben 600 CDs. Ah ja. Und damit wollt ihr den NDR angreifen? Nein, er hat gesagt, wir machen ein Programm und dann muss der Hörer entscheiden, was er will. Dann bin ich irgendwann mal, weil ich noch in Hamburg wohnte, über die Roten Baumchaussee gefahren und traf einen von den Granden vom NDR, der sagte, sag mal, ihr seid doch verrückt. Oder ihr seid doch wirklich, ihr seid verrückt, nicht? Ich so, wovon redest du denn nicht? Der hat gesagt, also erstmal die Anzeige, damit war klar, dass ihr alle trinkt. Ich so, wieso sollen wir trinken? Ich kenne überhaupt keinen, der trinkt. Der sagte, wie kann man halbseitig eine Anzeige machen und da reinschreiben, lieber NDR, jetzt musst du einmal ganz tapfer sein, ab Mitternacht sendet Radio Schleswig-Holstein. Ja, sag ich, kennst du ein paar Leute, die uns hören? Weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen, sagte er. Na gut, sag ich. Also die Fakten waren so, die sendeten mit 4 Programmen und hatten natürlich 100% Markt, ist ja klar. Und wir hatten nach ungefähr 6 bis 8 Wochen 40% Markt denen abgenommen. Das war der Grund für die Gründung des NDR Enjoy Radio. Und zum Schluss sagte mir der Intendant Jobs Ploog, also nur mal unter uns beiden, wir müssten euch sehr, sehr dankbar sein. Ihr habt uns an der richtigen Stelle unter den Körper eine Kerze gehalten. Wir haben es verstanden.